heute am Tag 3, am Sonntagmorgen, scheint sich ein sonntägliches Wetter zu entwickeln. Das heißt, ich werde zuerst einmal einen kleinen Gang in den Botanischen Garten machen, mal schauen, was sich da so abspielt, und dann geht es wieder in die Altstadt. Jetzt habe ich erst entdeckt, dass mein Hotel ja direkt an der kleinen Insel, um die ich gestern gegangen bin, gelegen ist. Das müssen also diese Bauten hier sein, und dahinter ist dann der große Westsee. Leider jetzt auch noch etwas im Dunst, aber eines Tages wird der vielleicht auch mal klar zu erkennen sein. Das mit den Ampelfarben darf man hier nicht so genau nennen. Die haben mehr symbolischen Charakter. Es ist einfach faszinierend, welche Größe diese uralten Bäume hier in diesem Straßengewimmel und Abgasgewimmel erreichen können. Sonntag wie an jedem Werktag. Überall wird gearbeitet, geputzt, gemacht, Essen zubereitet, abgewaschen. Es ist unglaublich. Lagern sich alt und neu auch ganz kräftig. Alles recht interessant aus, aber seit fast einer Stunde suche ich den Eingang zu diesem riesigen Stadtpark, Botanischen Garten, und der ist einfach nicht zu entdecken. Links die Mauer, rechts die Straßen und diese Unmengen von Verkehr. So, irgendwie scheinen wir jetzt das Ziel vor Augen zu haben. Eingang zum Stadtpark. Vielleicht sollte ich vorher noch mal eine kleine erfrischende Mischung zu mir nehmen. Die Getränkeauswahl ist hier sehr einfach. Es gibt nämlich nur Bier. Ganz einfach Bier vom fast gleichen Glas. Das ununterbrochen. Der Botanische Garten ist ein ziemlicher Flop, aber dieser Baum hätte bestimmt eine unheimliche Lebensgeschichte zu erzählen. Vielleicht hat er sogar einen Namen.
gleich ist es mit der Ruhe zu Ende und es geht wieder in das Straßengetümmel. Ich will es ja nicht anders. Das ist wieder so eine typische Häuserkombination, wie man die sehr, sehr oft hier in allen Straßen in Hanoi findet. Gibt es auch noch ein bisschen älter. Auf der anderen Straßenseite der architektonische Kontrast. Es ist einfach unglaublich, wie üppig der Baumbewuchs in dieser innerstädtischen Allee ist. Überall in diesem Viertel ist natürlich wieder militärisches Sperrgebiet, das man nicht betreten und nicht fotografieren kann. Da muss man ganz schnell weitermachen. Bin ich also das kurze Stück mit dem Taxi gefahren in ein ganz anderes Viertel am östlichen Altstadtrand ins Hangda Einkaufszentrum, das allerdings weitgehend leer steht. Aber hier besticht auch wieder das ungeheure Gemisch in diesen unterschiedlichen Balkonen, Dächern, Dachgärten und Hausformen. Sieht doch ganz nett aus, da drüben. Das sind wieder ein paar richtige Altstadtsträßchen. Da werde ich gleich mal durchgehen und gucken, was ich da entdecken kann. Es ist einfach unglaublich, wie hier überall die einzelnen Etagen oder Etagenstücke, wie die Baumhäuser aufeinander und ineinander gestapelt sind. So was habe ich in der Form noch nirgendwo gesehen. Da habe ich doch gleich wieder was entdeckt, wo der Nachmittag ab 16 Uhr hin muss. Ich möchte unbedingt, dass ich eine Banane kaufe, aber ich mache einfach nur ein Foto von ihr. Das ist viel schön. Hier hat sich einer, wo der Wächter am Straßenbaum seinen kleinen Garten anlegt. Das ist doch schön. Dieses Viertel ist wirklich völlig anders als das, was ich bisher so gesehen habe. Es scheint wohl sehr touristisch zu sein und deswegen auch viel interessanter am Waren.
uralten Bäume. Gibt es sogar eine fast Fußgängerzone hier. Und damit bin ich einmal mit Pappenziel am nordöstlichen Ende des Sees angekommen. Ich habe ersten Abend das herrliche Verkehrschaos von der Terrasse aus genossen. Sonntägliche Fußgängerzone geworden zu sein. Welch ein Unterschied. Noch viel geübt werden. Er weiß genau, was er will. Wirklich schön ist der Blick hier über den See auf gegenüberliegende Stufe des Stadtrandes. Das ist also die berühmte Schildkröte mit der langen Geschichte hier aus dem See. Ja, und der wunderschöne Jadeberg-Tempel, wegen dem ich eigentlich hier bin, der ist leider komplett zerlegt und wird rekonstruiert. Việt Nam và đội tuyển quốc gia Philippines tại màn hình khu vực tượng đài Cảm Tử. Chương trình sẽ được diễn ra từ lúc 16 giờ với rất nhiều hoạt động hấp dẫn khác. Rất mong toàn thể quý vị chúng ta cùng đón xem. Tại màn hình khu vực tượng đài Cảm Tử, chương trình sẽ được diễn ra từ lúc 16 giờ với rất nhiều hoạt động hấp dẫn khác. Rất mong toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng Thank you.
schön was los an so einem eigentlich ruhigen Sonntagnachmittag. Das ist etwas zum Entspannen. Hier kann man lernen, wie die gute vietnamesische Küche funktioniert. Die Ärger mit den Polizisten, da darf sie nicht verkaufen. Obligatorischen Fotos dürfen nicht fehlen. Hey boy, look, I'm gonna make this simple for you. You got two choices. Yes or wenn man lang genug sucht, findet man auch wieder einen Weg nach oben, um dann runter zu gucken. Das ist der schöne Turm, den wir eben gesehen hatten. Aber ansonsten hält sich das mit den Türmen hier doch sehr in Grenzen. Wir sind ja schließlich nicht in Shanghai. Sonntagnachmittag eine neue Karaoke-Anlage, Kaffeemaschine und
oder Waschmaschine braucht, der findet alles hier auf der Straße. Die Vietnamesen haben schon eine eigenartige Fotografie. Habe ich zumindest mal im 9. Stock einen ganz schönen Überblick über so die ungefähr gleich hohen Häuser. Hier an dem Platz, wo der Name doch schon war, der Marktplatz. Und weil heute Sonntag ist, gibt es auch richtig ein bisschen Abendsonne dazu. Oder Sonnenuntergang. Seht ja hier in der Mitte oder am Rande der Altstadt ganz schön anders aus als bei mir. Dieses Gebilde muss ich unbedingt noch erkunden. Das ist mir noch nicht klar, was das ist, sieht aber sehr interessant aus. Also dieser Abend hier am Rooftop vom Marell Hotel war wirklich herrlich. Die Lichter werden immer schöner. Jetzt sehe ich hier draußen mein Landmark, sich ganz deutlich abzeichnen. Da links unten, da ist mein schönes Los Hotel. Natürlich nicht zu sehen, weil es so klein ist. Und das Navi sagt mir, von hier habe ich genau 2 Kilometer bis dorthin. Also ein wunderschöner Spaziergang quer durch die Abendlichtung. Jetzt bin ich nach 10 Minuten an meinem Ziel angekommen, hier am großen Platz. Ich werde mir da irgendwo etwas Leckeres zu essen suchen. Das Angebot ist ja hoffentlich groß genug. Und dann geht's ab. Zum Ausklang von diesem schönen Sonntag noch ein paar Eindrücke von meinem Weg, weil wieder längs in den Nachtmarkt, diesmal ohne Motorfahrzeuge, sondern richtig beschaulich. Dann geht es am Ende links um und gleich wieder bin ich im Hotel. Nach einem langen, langen Tag. Gefühlt 1 Kilometer länger als am Freitag.
zieht sich hier endlos durch den ganzen Stadtteil durch. Unglaublich. Etwas ungewöhnlich in meiner kleinen Straße, aber sowas gibt es auch in Hanoi. Da möchte ich mal wissen, was der in der Landeswährung kostet.